Der erste Preis geht an Michael Obert für Im Reich des Todes. Er erschien in der Süddeutschen Zeitung, im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und die Laudatio kommt von der Leinwand. Wir haben von Herrn Huber schon gehört, dass Sonja Mikisch in den USA unterwegs ist. Und von dort hat sie uns eine Videobotschaft geschickt. Es ist schon eigenartig, nicht dabei zu sein. Die Preisverleihung gehört eigentlich zu meinen Jahreshöhepunkten und ist mehr als ein Event. Ich sehe nämlich die Leute, die den Journalismus wertvoll machen, die aufklären, die inspirieren. Meine gesunde Dosis Kritik gegen Ermüdungserscheinungen und Zynismus in meinem Arbeitsalltag. Aber gut, jetzt kommt die Laudatio. Lieber Michael Obert, lieber Berthold Huber, liebes Publikum, liebe Jurymitglieder, Kommunikation reicht immer weiter und wird gleichzeitig kleinteiliger. Wir haben Twitter und Instagram, wir Facebooken und teilen und liken und setzen Wirklichkeit in Echtzeit um, auf dass sie sich digitalisiere und vermehre und alle alles mitbekommen. Alles eben nicht. Wir haben weiße Flecken auf den Landkarten und in unserem Wissen. Und gute Reporter machen Beinarbeit, um daran etwas zu ändern. Sie gehen hin, weil wir etwas erfahren sollen. Die Reportage im Reich des Todes im Magazin der Süddeutschen Zeitung ist im Wortsinn aufrüttelnd. Wir Leser betreten ein Niemandsland der Gesetzlosigkeit und Korruption. Auf der Sinai-Halbinsel werden Menschen gefangen gehalten, gefoltert, getötet. Eine mörderische Entführungsindustrie ist entstanden, bislang kaum bekannt. Terra incognita. Reporter, die sich hierher wagen, machen ihre Arbeit unter Lebensgefahr, während nebenan sozusagen die Kameras der Welt sich auf den arabischen Frühling und dessen Folgen konzentrieren und Touristen Urlaub am Roten Meer machen. Ein großes, ein gewichtiges Thema, ähnlich beklemmend wie die Flüchtlingsdramen, die sich vor Lampedusa oder am Evros abspielen. Der Kollateralschaden der Armutsmigration sieht in Zahlen so aus und jetzt ein Zitat. Von den rund 60.000 afrikanischen Migranten, die es nach Schätzungen der Tel Aviver Organisation Ärzte für Menschenrechte in den vergangenen Jahren illegal über die ägyptische Grenze nach Israel geschafft haben, sind bis zu 7.000 in den Folterkammern der Beduinen misshandelt worden. Mehr als 4.000 haben die Torturen nicht überlebt. Ihre Leichen verrotten in der Wüste. Auch jetzt noch sind rund 1000 Menschen in den Händen der Kidnapper. Sinai, zwischen Israel und Ägypten. Manche Reisende besuchen die weltberühmten Klöster, die schönen Strände, ohne vom Machtvakuum etwas zu wissen, das ein paar Kilometer weiter beginnt. Entstanden nach dem Krieg von 1978 zwischen Israel und Ägypten. Hier herrschen Beduinenstämme, die Rechtsstaatlichkeit nicht fürchten müssen, denn hier kommt niemand. Sie leben, überleben nach eigenen Normen und dazu gehört systematisches Kidnappen. Es sind kriminelle Nomaden, die ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut haben, gegen das Militär und Polizei, wenn sie überhaupt wollten, ohnmächtig sind. Obert belässt es nicht beim Beschreiben, sondern recherchiert, warum Polizei und Militär nicht gegen den Menschenhandel vorgehen und was Geostrategie mit dieser Weltgegend und ihren Menschen angerichtet hat. Obert hat Vertrauen aufgebaut, hat Informanten und Kontaktpersonen, die ihm tiefe, sehr genaue Einsichten erlauben. Er bringt Opfer, Mittelsmänner und Täter zum Sprechen, er spürt die Foltercamps auf und es raubt einem fast den Atem bei der Lektüre, dass Angehörige von Entführten diese Camps anrufen können. Um dann über Handy zu hören, wie ihre Liebsten grausam misshandelt werden. In eindringlicher Sprache, so die Jury, zeigt er, wie kriminelle Gewalt, Armut, Weltpolitik und Rassismus gegen schwarze Flüchtlinge zusammenhängen. Ohne Pathos, aber mit Haltung. Nach der Veröffentlichung im Magazin der Süddeutschen Zeitung ist das Echo von Lesern und NGOs so groß, dass den davongekommenen Opfern der Foltercamps konkret geholfen werden kann. Und der Druck auf Ägyptens Regierung wächst, etwas gegen das Reich des Todes zu unternehmen. Reporter wie Obert sind Überlebenshelfer des kritischen Journalismus. Sie machen unsere Arbeit relevant. Und manchmal können ihre mutigen Recherchen die triste Wirklichkeit verändern. Und darum Platz Nummer 1 beim diesjährigen Otto-Brenner-Preis. Ich gratuliere, ich wünsche einen wunderbaren Abend unter Gleichgesinnten und have fun. Sonja Mikisch.
Und auf die Bühne bitte ich Michael Obert. Da sitze ich. Herzlichen Glückwunsch. Und da vorne kommt Ihr Preis. Kommen Sie zu mir. Robert, ich habe eben schon angedeutet, wie sehr mich die Lektüre Ihres Artikels mitgenommen hat. Und ich habe mich gefragt, wie mag es Ihnen erst ergangen sein, der vor Ort war, sich vor Ort die Opfer angeschaut hat, mit ihnen gesprochen, sich die grausamen Geschichten angehört hat. Das geht wahrscheinlich auch an einem so erfahrenen Krisen- und Kriegsreporter wie Ihnen nicht vorüber, nehme ich an. Ja, zum Ersten freut mich sehr, dass auch das Thema jetzt durch diesen Preis nochmal neu bewertet wird und nochmal einen Aufwind bekommt, auch in der Öffentlichkeit. Und ich habe gemerkt, dass solche Themen sind ja sehr oft und sehr weit weg von unserem Alltag. Und dass sehr viele Menschen mich, es gab Leute, die haben mich nachts angerufen, die ich noch nie gesprochen hatte. Also die haben meine Telefonnummer recherchiert und mich Samstagnacht um 11 angerufen. Ja, sagt, Mensch, ich habe diese Geschichte gelesen. Manche waren in Tränen aufgelöst, andere haben Petitionen lanciert. Es gab hunderte von E-Mails, Leserbriefen, Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um jetzt etwas zu tun. Also es war ein unglaubliches Feedback, dass diese Geschichte losgetreten hat, wurde auch in verschiedensten europäischen Medien jetzt abgedruckt, in Teilen oder ganz. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne, sagen wir mal, eine sehr schöne, sehr schönes Ergebnis für den Aufwand, der ein Jahr lang gedauert hat, sozusagen, um diese Geschichte wirklich zu machen. Ich habe Sie jetzt eben gefragt, wie Sie das weggesteckt haben, denn Sie haben ja wirklich Geschichten gehört, die man gar nicht richtig greifen kann. Das möchte man sich gar nicht, also da hört das Gehirn irgendwann auf, es sich vorzustellen, sage ich mal so. Gibt es so eine Geschichte, die Sie dabei besonders berührt hat und auch jetzt noch beschäftigt? Beschäftigt wahrscheinlich alle, aber... Ja, beschäftigen tut mich das Thema immer noch, weil ich versuche gemeinsam mit Leuten, die sich jetzt gemeldet haben, noch auch ein bisschen was zu tun. Und vielleicht ist es auch eine Art und Weise, mit dem umzugehen, was ich vor Ort erlebt habe, auch mit den Opfern zu sprechen, die immer, wenn sie über so eine traumatische Erfahrung sprechen, auch da geht da wieder was auf und die mir da sehr viel Vertrauen geschenkt haben. Und natürlich... Man muss offenporig bleiben, um eine Geschichte so zu schreiben, wie ich sie gerne schreibe. Aber hinterher hilft das dann auch, nicht nur die Geschichte abzuliefern, sondern bei bestimmten Geschichten sich über die Geschichte hinaus auch für einzelne Leute zu engagieren. Zum Beispiel Selomon, den ich Selomon genannt habe. Das ist der junge Eritreer, der als Hauptprotagonist durch meine Geschichte führt. Der hat in den Foltercamps auf dem Sinai beide Hände verloren. Wir haben hier auch zwei Bilder von ihm gesehen, anonymisierte Bilder. Über diese ganzen Monate ist das jetzt so weit gekommen, dass ein Münchner Mikrochirurg am vergangenen Wochenende nach Tel Aviv geflogen ist. Er hat jetzt die Voruntersuchung von Selomon gemacht und wir versuchen jetzt, Selomon nach München zu holen, um dort die Wiederherstellung seiner Gliedmaßen, wie das heißt im medizinischen Deutsch, hinzubekommen. Es gab nicht nur ein wahnsinnig intensives Leserecho, sondern es gab Spendenzusagen in Höhe von weit über 100.000 Euro für diese medizinische Behandlung. Und ich bin jetzt gerade dabei, nach Wegen zu suchen, wie Selomon
nach Deutschland kommen kann. Das ist auch nicht einfach. Also wenn jemand im Publikum sitzt, der da Erfahrungen hat und sich dafür einsetzen kann, da bin ich als Einzelkämpfer noch so ein bisschen auf verlorenem Posten. Wir haben jetzt den medizinischen Befund, wir haben die Mittel, um die Behandlung durchzuführen in München, aber wir haben im Moment noch ein Problem, Selomon überhaupt nach Deutschland reinzukriegen, weil er eben Eritreer ist und in Israel keinen Flüchtlingsstatus hat. Sie haben sich für Ihre Recherchen selbst in Gefahr gebracht, und zwar wirklich auch in Lebensgefahr. Warum haben Sie das auf sich genommen? Weil es ist eine wichtige Geschichte. Es ist wirklich eine wichtige Geschichte. Ich bin seit 20 Jahren unterwegs, auch oft monatelang in Afrika. Ich habe auch in Afrika zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört, als ich in Ostafrika unterwegs war. Und diese Leute, die da in den Flüchtlingscamps sitzen, Eritreer, Äthiopier, Sudanesen, Somalia, das sind alles Länder, in denen ich seit vielen Jahren unterwegs bin. Das könnten Leute sein, die mich selbst schon mal reingenommen haben oder aus der Schusslinie genommen haben. Also es gibt da auch eine sehr persönliche Komponente in dieser Geschichte. Und ich glaube ganz stark an die Kraft der soliden Vorbereitungen eines Projekts, vor allen Dingen eines solchen Projektes. Und ich war mehrmals auf eigene Kosten, auf eigenes Risiko in dieser Region unterwegs, um die Kontakte zu machen, bis ich das dann dem Süddeutschen Zeitung Magazin vorgeschlagen habe. Das heißt, man muss sich auf irgendwas verlassen können, und ich verlasse mich auf eine solide Vorbereitung und auf die guten Kontakte, in dem Fall zu Beduinen, die eben, und das ist auch ganz wichtig für mich zu sagen, nicht die Beduinen führen diese Foltercamps, sondern manche Gruppierungen unter den Beduinen sind die Folterer. Und genauso viele Beduinen haben etwas dagegen, und viele von denen, die was dagegen haben, haben mir geholfen und Zugang verschafft, um diese Geschichte zu ermöglichen. Die Foltercamps sind ein besonders grausamer Teil aber ja einer größeren Flüchtlingsproblematik. Nach Lampedusa haben wir viel drüber gesprochen. Letztendlich viel getan hat sich nicht, die Kontrollen wurden verstärkt, aber wirklich politisch geholfen wird Ihnen jetzt nicht. Wie groß? Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit sich tatsächlich mal nachhaltig was tut? Naja, man muss gucken, warum verlassen 17, 18, 90, 19-Jährige oder auch Mitte 20-Jährige gut ausgebildete, zum Teil gut ausgebildete Afrikanerinnen und Afrikaner ihre Länder. Und da gibt es verschiedene Gründe, da gibt es Bürgerkriege, da gibt es Korruption, da gibt es Armut, da gibt es mangelnde Perspektiven für die jungen Leute, und dann machen die sich auf und setzen sich auf den Lastwagen, durchqueren die Wüste. Was muss getan werden? Zum einen für mich ganz wichtig zu gucken, wo sind die Gründe für diese Motive aufzubrechen. Wir verdanken einen Teil unseres Reichtums hier den Rohstoffen zum Beispiel, die aus afrikanischen Ländern kommen, die aber den Bevölkerungen dort nicht zugutekommen. Also es wäre bequem, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, wir mauern uns ein, aber die Rohstoffe aus diesen Gegenden lassen wir durch. Also da ist was kaputt daran, an dieser Einstellung. Und im Gegenzug eine Entwicklungshilfe zu praktizieren, die in meiner Sicht zumindest sehr fragwürdig ist. Also ich glaube, das gesamte Gefüge muss neu überdacht werden, und es muss ein ernsthaftes Interesse daran geben, in den Ursprungsländern, wo diese Menschen herkommen, wo diese Menschen vertrieben werden, eine ganz andere Form von Engagement und auch von aufrichtigem und ehrlichem und nicht heuchlerischen und nicht verlogenen Engagement an den Tag zu legen. Und Ihr Artikel leistet sicherlich einen entscheidenden oder einen kleinen Beitrag zumindest zu diesem Nachdenken. Sie haben ja von den Reaktionen jetzt auch erzählt. Michael Obert, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.